Hallöchen, ihr Lieben. Es weihnachtet ja so langsam sehr und da macht man sich natürlich Gedanken, wie man seine Geschenke verpacken möchte. Ich möchte gerne einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Ich verbrauche momentan eigentlich nur noch das Geschenkpapier, was man über die Jahre immer mal angehäuft hat, aber meine Schwester ist ein Vorreiter in unserer Familie gewesen mit nachhaltigem Geschenkpapier. Sie hat anfänglich die Geschenke für die Kinder in Bettlaken gepackt, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so hübsch finde. Hat aber dann angefangen, sich extra Stoffe mit weihnachtlichen Motiven dafür zu kaufen und die dann sozusagen immer wieder zurückzufordern, wenn die Geschenke ausgepackt worden sind, sodass ja das Geschenkpapier wieder zu Hause landet und wieder benutzt werden kann. Das ist natürlich bei weihnachtlichen Motiven ziemlich einfach. Bei Geburtstagsmotiven ist es vielleicht ein ganz kleines bisschen komplizierter. Da spielt ja dann auch nochmal das eigene Empfinden, was man schön findet, noch dabei. Da kann es ja manchmal auch ein bisschen schlicht sein. Bei Weihnachtsmotiven ist es relativ einfach. Da gibt es Sterne, da gibt es so kleine Motivstempel, die man benutzen könnte. Also da sind auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Und ich wollte heute ein Geburtstagsgeschenkpapier gestalten, welches ja tatsächlich auch meine Schwester zum Geburtstag verpackt bekommt. Und die anderen Sachen werde ich jetzt noch in dem Video mit einfließen lassen, weil das wird dann halt eben weihnachtlicher. Also einmal das Geburtstagsthema, was ich mit den Sachen machen möchte. Also das sind Fashion Sprays, Textilsprühfarbe, habe ich in drei verschiedenen Farben. Plus einen, ja, so einen Edding-ähnlichen Stift in Weiß. Vielleicht könnt ihr auch schon denken, was das wird. Lasst es mich gerne jetzt schon mal in den Kommentaren wissen. Ja, als zweites möchte ich gerne versuchen, weihnachtliches Papier in Anführungszeichen herzustellen mit Schablonen. Dazu habe ich Textilpaint im Action gefunden. Mal gucken, wie die so ist. Und ja, wie gesagt, das Gleiche würde ich gerne auch mit diesen Stempeln ausprobieren. Plus, ich habe zusätzlich auch noch diesen Lino-Cutter mit den Stamps, also Printing-Stamps. Die sind extra dafür gemacht, dass man so kleinere Motive da reinbringt und das Ganze halt eben als Druckmotiv benutzen kann. Da gibt es, das habe ich beim Bösner gefunden tatsächlich, da gibt es so ein Paket mit 10 dieser Platten und die kann man halt individuell gestalten und mehrfach benutzen und das fand ich richtig gut. Besser als wenn ich mir jetzt so eine Mega-Platte geholt hätte, wo ich wieder dran gestorben wäre. Und dazu passend gibt es halt eben auch diesen Handgriff, da ist auch ein Ausschneidemesser, ein Cutter dabei, plus diese Halterung und halt der Stempelgrund, sodass man das Ganze bearbeiten kann. Und diese Messer, die gibt es tatsächlich in mehreren Größen. Das heißt, da ist dann für jeden was dabei. Fand ich sehr praktisch, wollte ich ausprobieren, wie das funktioniert. Ja, das Ganze werde ich auf Leinwandstoff machen. Den habe ich mir vor einiger Zeit mal gekauft. Ich habe für mein Projekt, was ich damit ursprünglich machen wollte, ein bisschen viel. Und deswegen habe ich das, ja, übrig kann man jetzt nicht sagen, aber ich finde den vom Material her so toll, weil der ist schön fest. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der auch nicht so schnell irgendwie wieder aufgeht, wenn man ihn verpackt. Ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Farbe an. Das ist die hellste, die ich hier habe. Ich habe das Tuch nun auf die Größe zugeschnitten, die für das Geschenk passen könnte. Und fange jetzt an, ganz vorsichtig zu sprühen. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht sofort verhau. Ah ja, Gott. Jetzt mit der nächsten Farbe weiter. So, das darf jetzt erstmal in Ruhe trocknen. Das hat jetzt irgendwie ewig gedauert, bis es getrocknet ist. Ich hoffe mal, dass das bei der anderen Methode nicht auch so lange dauert. Das wäre ja schade. Jetzt wird als nächstes, ihr habt es ja sicherlich schon erkannt, was es darstellen soll, wenn ich diesen Stift hier ausgepackt bekomme, noch etwas Leben in meinem Galaxiepapier eingehaucht. Oh. Beste Methode ist es zu drehen. Ich sag's ja immer wieder.
Jetzt müsste es klappen. Ich denke mal, dass man den auch ordentlich schütteln muss. Ich mir ein Stückchen Pappe. Und dann geht's los. Das erste ist jetzt fertig. Hier seht ihr das ganze Arrangement, wie ich das verpackt habe, inklusive auch der Pappverpackung, die ich auch selbst gestaltet habe, und auch die Geburtstagskarte bzw. so ein Tag-Anhänger anstelle einer Karte. Okay, als nächstes werde ich die Textilpaint von Action ausprobieren. Und zwar werde ich die einmal mit der Schablone auf das Papier bringen, den Stoff natürlich. Und dafür habe ich hier so einen Schwammapplikator, den ich dafür benutze. Und als zweites werde ich mit den Stempeln benutzen. Und ich habe noch ein zweites Set Winterstempel. Das werde ich ergänzen. Dann habe ich quasi zweimal das Winterthema mit den Schneeflocken und mit den Stempeln. Und ich hoffe mal, dass ich das hier mit dem Roller aufgetragen bekomme. Ich hoffe es. Wir werden sehen, was da jetzt passiert. Ich denke mal, ich muss hier Farbe mischen, denn das ist mir zu grün. Und dann muss ich gleich mal ausprobieren, wie ich das wohl hinbekomme. Ich denke mal, wenn ich über dem Grün ein ganz kleines bisschen Rot mit hinzufüge, dürfte das funktionieren. Schauen wir mal, was da passiert. Huch. Ich habe noch nie auf diesem Palettenpapier gemischt. Irgendwie ist das blöd. Ich sag mal so, mit einem Pinsel zu mischen ist okay, aber mit dem Palettenmesser oder mit dem Malmesser zu mischen finde ich jetzt nicht ganz so gelungen. Das macht keinen Spaß. Ich wollte jetzt gerade noch mal einen Schluck Gelb mit dazugeben, um es ein bisschen wärmer zu bekommen. Und die Farbe ist getrocknet. Ja, super. Hier könnt ihr jetzt mal live einen richtigen Fail betrachten. Das hat nicht geklappt und deswegen werde ich dieses Set mit den einzelnen Stempeln auch nicht nochmal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob der Stempel, den ich benutzt habe, zu filigran war für die Farbkonsistenz. Vielleicht hätte ich den noch ein bisschen, ja ich weiß nicht, anders verdünnen müssen. Jedenfalls, ich bin nicht begeistert davon und das werde ich definitiv nicht nochmal mit so einem Stempel machen. Deswegen habe ich die anderen Stempel auch gar nicht erst ausprobiert, nur als Ablage benutzt und noch gar nicht sauber gemacht.
Die Schablonen haben auch nicht so das getan, was sie sollten. Ich habe hier teilweise ziemliche Flecken. Ich hätte das mit einem etwas kleinerem Tool machen müssen. Für nächstes Mal weiß ich Bescheid. Ich habe nur diese Dinger, davon habe ich, wie gesagt, einen ganzen Haufen recycelt. Und dementsprechend bin ich da ein bisschen, naja, sagen wir es mal so, enttäuscht, dass das mit diesem Ding nicht klappte. Beziehungsweise wahrscheinlich auch, weil ich nicht in der Lage bin, sowas vernünftig zu benutzen. Also ich werde es definitiv benutzen. Das Papier ist trotzdem, der Stoff ist trotzdem gut geworden. Ich habe aber noch als Alternative mir ganz normalen Nesselstoff geholt. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal die Schablonen benutzen. Und vielleicht schaffe ich es auch nochmal, die anderen Stempel mit einer anderen Farbkonsistenz zu benutzen, beziehungsweise auch nochmal Sprühfarbe mir zu holen in weihnachtlichen Farben. Und dann wird das auch definitiv was werden dieses Jahr mit meiner Geschenke-Verpackerei. Ja, so viel zu meinem Try and Error. Das hier würde ich irgendwann, wenn ihr da Bock drauf habt, nochmal machen. Allerdings nicht zum Thema Weihnachten, dass man sich da Stempel mitmacht und das dann auch als Stempel bzw. als Linoldruck benutzt. Dann könnte ich mir das vorstellen, dass das auf jeden Fall was wird. Aber jetzt mit Stoff und mit der Farbe, wie ich sie hatte, funktioniert es nicht. Ich werde mich nochmal schlau machen, mit welcher Farbe man drucken kann oder was man mit der Farbe machen kann. Falls ihr da Hinweise oder Tipps habt, könnt ihr mich da auch gerne beraten. In den Kommentaren. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten sage ich ganz herzlichen Dank, dass ihr mein Try and Error angeschaut habt und vergesst nicht, mein Video zu liken und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Fehlversuche von mir. Und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao!